Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist. Aus dem Homeoffice zugeschaltet begrüße ich jetzt Michael Schröder. Ja, Michael, im vergangenen Jahr haben 7 Aktionärredakteure je eine Aktie ins Rennen geschickt, um möglichst schnell 111% zu machen. Du hast mit IBUTEC gewonnen. Warum hattest du dich für IBUTEC entschieden und was sind die Gründe für den rasanten Anstieg? Ja, ist doch ziemlich einfach, weil ich gewusst habe, dass die Aktie ganz stark performen wird. Also, und dafür gab es oder gibt es natürlich auch viele, viele Gründe. Das Unternehmen, ja, ein kleiner Nischenwert, ist unter anderem darauf spezialisiert, Batteriematerialien herzustellen, also Rohstoffe für die Herstellung von ja, den jetzt stark nachgefragten, aus der Autobranche nachgefragten LFP-Batterien. Und man sieht es hier im Chart sehr schön. Wir haben 2 Wellen gesehen. Anfang November ging es los und danach dann die 2. Welle jetzt mit dem Jahresbeginn. Und man sieht hier auch sehr schön, dass es eben nicht nur ja, eine kleine Eintagsfliege war um diese 111%. Wir sind jetzt schon deutlich weitergelaufen. Ja, die 2. Welle ist jetzt hier gestartet mit der Präsentation seitens des Unternehmens der Mittelfristprognose. Ich hatte es damals hier auch schon mal in der Sendung dargestellt, dass der Vorstand hier diese Planvorgaben für die nächsten Jahre mal kundtun wird. Und man sieht hier, wir sind jetzt knapp 100% nach oben gelaufen seit der Präsentation innerhalb kürzester Zeit. Das Wachstum, was sich jetzt einstellt, das können die Investoren jetzt endlich in Zahlen greifen. Fürs laufende Jahr 37 bis 39 Millionen Umsatz geplant bei EBITDA-Margen von 17 bis 19%. Und bis 2025 soll das Ganze auf konservativ gerechnet, das hat der Vorstand Weiz mehrfach betont, auf 80 bis 100 Millionen Euro beim Umsatz und bei EBITDA-Margen von über 20% ansteigen. Also hier ist natürlich möglicherweise im Best Case noch einiges mehr drin. Wie gesagt, diese Materialien sind stark nachgefragt. Alle Autobauer bauen derzeit hier in Deutschland Fabriken auf, um ja, die Batterien herzustellen. Selbst Tesla mit ihrem Werk wird mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht. Warta, das hat das Unternehmen schon mal kundgetan, ist auch einer der Abnehmer. Also man sieht hier allein im Bereich der Batteriematerialien enormes Potenzial. Hier soll sich der Umsatz allein in diesem Bereich verzehnfachen bis 2025 und dann in dem Jahr rund 30% des gesamten Unternehmensumsatzes ausmachen. Das Gute ist, dass das Unternehmen eben noch einiges anderes zu bieten hat. Zum Beispiel der Glascoating-Bereich ist auch sehr spannend. Kurz erklärt, es geht hier um Beschichtung von Glasflaschen. Also Mehrwegflaschen können beispielsweise mit der Beschichtung der Maschinen und Materialien von IBUTEC ja, eine deutlich längere Halbwertszeit erfahren, also viel länger im Kreislauf bleiben. Das heißt also, man kann damit deutlich Geld einsparen. Auch hier die Nachfrage sehr groß. Im Pharmabereich haben wir auch eine gute Aufstellung. Also alles in allem, das Unternehmen hat einiges zu bieten und wir sind natürlich jetzt schon in den letzten wenigen Tagen von 25 auf 50 Euro gelaufen. Analysten haben Kursziele schon jetzt in die 60er-Zone hochgesetzt. Ich persönlich gehe davon aus, wenn das Unternehmen jetzt tatsächlich das liefern kann, vor allem dann im 2. Halbjahr, wenn auch ein Patent eines großen Anbieters für dieses Batteriematerial ausläuft und hier IBUTEC als selbstständiger Vermarkter auftreten kann, also die Margen deutlich steigern kann, also ist hier durchaus möglich, dass wir nach der einen oder anderen Konsolidierung, möglicherweise wird hier der Kapitalmarkt auch nochmal angezapft, um die Kapazitäten später, wenn die Nachfrage noch weiter steigt, nochmal erhöhen zu können. Im Moment hat das Unternehmen ausreichend Kapazitäten, um die enorme Nachfrage zu bedienen. Aber mein Kursziel auf Jahressicht liegt im Bereich 75, im Best Case bis 100 Euro. Der zweite Wert heute ist Ninomic. Die Aktie von Ninomic hat eine ausgedehnte Konsolidierungsphase hinter sich. Im Februar hat die Aktie dann kräftig zugelegt. Ist die Konsolidierung damit endgültig passé? Ja, aus meiner Sicht ist diese Konsolidierung jetzt oder steht die Konsolidierung kurz vor dem Ende. Man sieht es hier im Chart sehr schön. Auch im November hatten wir nach einer längeren Konsolidierung dann diesen Aufwärtsschub, da ging es innerhalb weniger Tage um 40% nach oben, begleitet von einem positiven Newsflow, sprich die Jahresprognosen wurden angehoben, der größte Einzelauftrag der Firmengeschichte wurde gemeldet. Ja, und jetzt, jetzt sehen wir hier schon wieder eine leichte Aufwärtstendenz und ich gehe davon aus, dass wir das
ebenfalls wieder begleitet von positiven Newsflow in den nächsten Tagen, Wochen weiter ausdehnen können und dann neue Höchstkurse ansteuern. Denn hier stehen einmal die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr an und ich erwarte hier auch noch ein paar Aussagen vom Vorstand zur Mittelfristprognose, weil die bisherige Prognose 100 Millionen Umsatz und 15 Millionen beim EBIT, das rückt jetzt schon so langsam in Sichtweite, also kann man nicht mehr von mittelfristigen Planungen sprechen. Daher dürfte der Newsflow hier in den nächsten Wochen weiter positiv bleiben und das sollte der Aktie weiteren Auftrieb geben, zumal, wir haben das hier ja schon öfter besprochen an dieser Stelle, diese breite Aufstellung des Unternehmens in vielen Märkten hier für eine rasante oder für eine steigende Nachfrage gesorgt hat und auch in Zukunft sorgen sollte. LPKF Laser war einer deiner Favoriten für 2021. Noch ist die Aktie noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Siehst du aktuell einen Trigger, der das Papier ausbrechen lassen könnte? Ja, die LPKF zählt eben neben der Ibotec zu meinen Favoriten. Du hast es richtig gesagt. Bei LPKF klar den Trigger. Ich möchte die Zuschauer nicht überstrapazieren. Die Leadtechnologie, das Thema haben wir schon durchgenudelt bis zum Ende. Fakt ist, das Unternehmen muss jetzt endlich mal liefern, eben aus den Projekten, die laufen, auch Zählbares, sprich Aufträge an Land ziehen, Unterschriften unter die Verträge holen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hier ins Frühjahr hinein sehen werden. Dann haben wir noch die Zahlen für 2020. Das ist schon mehr oder minder durch, die rund 100 Millionen Umsatz, 8 bis 12% Marge. Aber das Spannende ist eben, dass jetzt hier dass die Handbremse gelockert wird oder der Fuß von der Bremse genommen wird und 2021 die Zeichen wieder auf Wachstum stehen, dass wir hier bei prognosetechnisch Richtung 140 Millionen Umsatz durchaus gehen können und bei einer deutlich verbesserten Margensituation, dann sollte diese kleine Konsolidierung, die wir jetzt hier sehen, nach oben aufgelöst werden. Die charttechnischen wichtigen Punkte wären hier einmal die 3085. Das war das bisherige Jahreshoch. Und ich bin recht zuversichtlich, dass wir hier angesichts des aus meiner Sicht anstehenden Newsflows in den nächsten Wochen auch über hinausgehen und dann das Kursziel, was die Analystin von Hauck & Aufhäuser in dieser Woche nochmal bestätigt hat, die 40 Euro, dann auch recht dynamisch ansteuern soll. PVA Teppler hat gestern überzeugende Zahlen vorgelegt. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser haben heute ihr Kursziel auf 33 Euro erhöht. Wie schätzt du die Zahlen und die Perspektiven der Aktie ein? Ja, sensationell kann man einfach nur sagen. Man muss ergänzen, Hauck & Aufhäuser hat erst vor wenigen Wochen das Kursziel auf 25 erhöht und schreibt jetzt im Rahmen ihrer Studie darüber, das Beste kommt erst noch. Und das sehe ich ähnlich und das wird sich dann auch in weiter steigenden Kursen zeigen. Also das Unternehmen profitiert ganz klar vom aktuellen Halbleiterboom, über den wir alle hier schon berichtet haben und vermutlich auch jeder Zuschauer mal etwas gelesen hat. PVA Teppler hat Kristallzuchtanlagen im Angebot. Also dort entstehen, wachsen die Ausgangsstoffe für jeden Halbleiter, die Siliziummonokristalle. Die Nachfrage ist entsprechend groß, weil man diesen Boom bedienen kann. Und das, was Hauck & Aufhäuser hier anspricht, ist der noch kommende Boom für Hochleistungschips, diese SiC-Chips. Die Kristallzuchtanlagen werden jetzt erst bestellt. Man rechnet hier noch im laufenden ersten Quartal mit dem Abschluss eines bereits angesprochenen Großauftrages, der auch nötig ist, um das Wachstum im laufenden Jahr weiter voranzutreiben. Also Fakt ist, kommt dieser Auftrag oder füllen sich die Auftragsbücher generell im ersten Halbjahr, dann dürfte das dynamische Wachstum im laufenden Jahr sich fortsetzen bzw. erst richtig anziehen. Die Prognosen für 2020, du hast es gesagt, die Meldung kam gestern Abend, wurden pulverisiert, klar übertroffen. Und man sieht es jetzt auch in der Kursreaktion heute, wir liegen prozentual knapp zweistellig im Plus. Aber wie gesagt, das Ende der Fahnenstange sollte hiermit noch nicht erreicht sein. Dann schauen wir zum Schluss noch auf ein Unternehmen, das du, glaube ich, zum ersten Mal in deiner Sendung dabei hast. Es geht um Click Digital. Click Digital hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt, hat das beste Jahr der Unternehmensgeschichte hinter sich. Die Aktie hat danach auch kräftig zugelegt. Wie beurteilst du die weiteren Aussichten? Ja, erstmal muss ich mich hier selbst ein bisschen kritisieren, weil wenn man auf den Chart blickt, dann hätten wir das Thema schon viel früher mal mit ins Rennen schicken sollen. Die Aktie hat im letzten Jahr sehr, sehr stark performt hier in dem kurzfristigen Chart. Im etwas längeren Chart sieht man es sogar noch besser. Aber du hast es gesagt, das beste Jahr der Firmengeschichte, 107 Millionen Umsatz, 1,14 Euro. Die Aktie wurden verdient.
und damit die Vorjahresergebnisse deutlich überbrochen. Ein Streamingdienst mit, ja, mit eigener Zahlungs- und Distributionsplattform. Hier in dem Chart sieht man es natürlich jetzt schön, dass wir relativ spät dran sind mit der Besprechung. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind nicht zu spät, weil das Wachstum sollte sich durch die hochgefahrenen Marketingmaßnahmen im letzten Jahr, das sollten sich dieses Jahr weiter positiv auswirken auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung, sodass wir hier auch für 2021 mit einem dynamischen Wachstum rechnen sollen. Und das alles bei einem KGV von jetzt mittlerweile mit dem jüngsten Kurssprung von 15, also immer noch relativ günstig bewertet. Die Analystenkursziele liegen bei 27, 28 Euro. Ein Ausreißer nach oben in die 40er-Zone gibt es mittlerweile auch. Und wenn man die Studien alle mal quer liest, dann gibt es am Ende des Tages immer noch dieses kleine, ja, dieses kleine Bläschen Übernahmefantasie. Soll heißen, dass hier mal ein größerer Wettbewerber oder Finanzinvestor durchaus eben diese Wachstumschancen in dem Segment generell und des Unternehmens im Detail erkennt und dann hier zugreifen wird. Das dürfte wahrscheinlich nicht jetzt in den nächsten Wochen passieren, aber sagen wir mal, man sagt ja immer gerne, mittelfristig sorgen latente Übernahmefantasien für möglicherweise für weitere Impulse. Also man sollte diese Karte nicht offen auf den Tisch legen, aber man sollte das Thema auch nicht ganz verdrängen. Erstmal geht es um das dynamische Wachstum gepaart mit der günstigen Bewertung. Daher haben wir im Realdepot beim Aktionär kürzlich auch eine Position eröffnet mit den Zahlen und gehen davon aus, dass wir jetzt hier im laufenden Jahr Richtung 30 Euro laufen mit der Position. Sagt Michael Schröder. Vielen Dank. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.